Guten Morgen zum Blick auf die Märkte. Am Morgen das Beige Book. Gestern hat eine gemischte Einschätzung gegeben, wobei die positiven Ausblicke oder die positiven Einschätzungen durchaus überwogen. So legt zum Beispiel in den USA der Konsum in den meisten Distrikten zu und die wirtschaftliche Aktivität legt ebenfalls zu. Die Arbeitsbedingungen haben sich weiter verbessert, aber die Industrie stagniert und das liegt auch oder vor allem am starken Dollar, der nämlich die Exporte belastet. Die asiatischen Indizes haben in der Nacht größtenteils zugelegt, nur in Hongkong gab es ein leichtes Minus. Hier schnell die Daten. Es gab heute Nacht nur eine wirklich wichtige Zahl, das war der Caixin Dienstleistungseinkaufsmanager-Index. Der hat nachgelassen, 51,2 nur, das war schon ziemlich enttäuschend, aber hat die Märkte nicht weiter großartig interessiert, weil gleichzeitig in China eine Expertenkommission tagt, wie man der lahmenden Wirtschaft wieder auf die Beine helfen kann. Also die Hoffnung überwiegt. Schauen wir als erstes schnell in den S&P 500. Und da sehen wir, es gab heute Nacht auch leichte Gewinne, die allerdings nicht großartig sind. Und insgesamt überwiegt natürlich hier auch weiterhin die positive Grundtendenz. Sehen wir auch sehr schön im US-Dollar-japanischen Yen. Der US-Dollar-japanische Yen heute Nacht deutlich zugelegt. Wenn das eine Ansage für die Aktienmärkte ist, dann kann es heute durchaus freundlich werden. Allerdings haben wir bei 114,40 weiterhin einen Widerstand, den müssten wir dann mal irgendwann rausnehmen. Euro-US-Dollar heute Nacht seitwärts, geht zurzeit nicht so richtig weiter. Kommen wir da durch die dünne Wolke bei 1,0860 jetzt irgendwie durch? Das ist die spannende Frage, aber es bleibt nach wie vor erst einmal so, dass wir im Abwärtstrendkanal gefangen sind und somit ist auch ein Test der 1,0780 weiterhin durchaus denkbar. Auf der Oberseite sehen wir, dass die Wolke erst so um die 1,10 interessant wird. Solange ist natürlich auch immer mal eine Erholung möglich als technische Reaktion. Wir sehen hier, dass der blaue Tenkan doch deutlich unter dem orangefarbenen Kijun ist. Diese beiden Linien müssen wieder irgendwie zusammengeführt werden. Das geht entweder durch Seitwärtsbewegung, aber durchaus auch mal durch eine technische Erholung. Der DAX startet heute früh auch leicht positiv, ist über 9.800 Punkte gekommen. Die wichtige Marke ist aber 9.930. Da müsste der DAX drüber kommen, um wirklich reale Chancen zu haben, die 10.000 zu schaffen. Insgesamt sieht das aber insgesamt gar nicht so schlecht aus. Der blaue Tenkan hat sich gerade wieder Richtung Norden gerichtet. Der Kijun ist recht nah gekommen, also beide Linien sind einigermaßen zusammengeführt worden. Es kann also durchaus weiter nach Norden gehen. Schauen wir im 4-Stunden-Chart, sehen wir, dass da das Ganze nicht ganz so bullig aussieht, aber auch noch nicht hoffnungslos. Wir sind weiterhin klar im Aufwärtstrend. So sieht das aus. Schnell nochmal einen Blick auf die Termine heute. Heute ist das Dienstleistungsgewerbe wichtig. Die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Eurozone und Großbritannien. Dann der ISM-Dienstleistungsindex aus den USA, eins der wichtigsten Konjunkturdaten, die es in den USA überhaupt gibt. An Unternehmen melden heute Adidas und Continental ihre Zahlen. Und das soll es dann für jetzt gewesen sein. Wünsche einen erfolgreichen Handelstag.